Vortrag und die können sicher sein, ich weiß, dass ich zu ihm keinen Draht mehr habe, dass ich ihn nicht mehr in den Griff kriege, weil er seit einer Woche nur noch durch die Bars marschiert und nicht trainiert, aber ich werde ihn aus dem Vertrag nicht rauslassen. Da kann ich Ihnen versichern. Ich werde alles tun, um mit den Gesellschaften, die jetzt die Rechte an ihm halten, dass entweder kämpft er oder er wird nicht boxen bis November 2016. Da kann ich Ihnen versichern, allein auf Prinzip schon. Und ich lasse mich nicht von einem Schuhmachermeister da beraten oder erzählen, der läuft mit der Freigabeerklärung von Herrn Kohl, dass der keinerlei Rechte aus dem Vertrag erzählt und die Verträge, aus denen er hat letztes Jahr Boitsov, ist derjenige von den Boxern, die bis jetzt nie seinen Vertrag erfüllt haben, die jedes Jahr bis jetzt, sei mal Bruder, Zucker in den Hintern geblasen bekommen haben. Die haben jedes Jahr ihren Vertrag um ein Jahr verlängert und haben jedes Mal 40.000 bis 45.000 Euro bekommen für eine Vertragsverlängerung für ein Jahr. Das heißt, er hat bis jetzt noch nie seinen Vertrag erfüllt und versucht jetzt aus dem Vertrag mit irgendwelchen komischen, dubiosen Argumenten rauszukommen durch einen Vertreter oder Manager, der ein Schuhmachermeister ist. Das ist für mich das Lächerlichste überhaupt. Boitsov wird entweder für die neue Gesellschaft boxen oder er wird nie wieder boxen bis November 2016. Das kann ich Ihnen versichern.